Dass es arabische Clanmitglieder gibt, die wenig übrig haben für den deutschen Rechtsstaat, zeigt sich am Mittwoch im Landgericht Berlin. Issa Rameau, Oberhaupt einer bekannten Großfamilie, fühlt sich mal wieder zu Unrecht verfolgt. Sein Krieg gegen einen anderen Clan, angeblich von Ermittlern erfunden. Das regt auf. Und wie? Was habe ich von Anfang an gesagt? Das ist alles ein großes Spiel. Das ist ein großes Spiel. Guck mal hier. Er ist mein Bruder. Diese Leute haben dir gesagt, die wollen... Nein, nein, lass die Kamera. Guck mal, Leute haben dir gesagt, durch uns ein großer Krieg in diesem Land. Weißt du, und diese Staatsanwaltschaft, ich kenne ihn. Ich kenne seine Gruppe. Was er gemacht, das macht nie ein Mensch auf die Welt. Er sagt lieber mich, Oberhaupte-Clan. Bizarr. Schließlich ist der angebliche Freund des Oberhaupte-Clan gleichzeitig der Bruder von Ali Umayrat, die Mordopfer im heutigen Prozess. Staatsanwaltschaft und Richter glauben, dass die Umayrats und die Ramos eine innige Feindschaft verbindet. Eine mit tödlichen Folgen. Auf der Anklagebank sitzt Issas Sohn Ismail, der fünfte von 8 Söhnen. Er soll dabei gewesen sein, als das Opfer mit einem Baseballschläger ermordet wurde. Doch das Urteil fällt an diesem Tag zu seinen Gunsten aus. Nach dem Freispruch wird er entlassen. Für seinen Vater offenbar kein Grund zur Freude. Noch im Saal beschimpft Issa Rameau den Staatsanwalt. Unüberhörbar, selbst durch die Tür. Dass heute in dieser Form dieser Ausbruch erfolgt, der hat mich nicht erschüttert, auch nicht unbedingt überrascht, aber ich nehme zur Kenntnis, dass wiederholt diese Person offensichtlich mit dem Rechtsstaat oder auch mit Funktionsträgern wie einem Staatsanwalt gewisse Schwierigkeiten hat. Vier Beamte eskortieren den pöbelnden Patriarchen nach draußen. Doch trotz Manndeckung zündet er sich erstmal eine Marlboro an. Im Gebäude, wohlgemerkt. Was sagen Sie denn zum Urteil? Was soll ich sagen? Der Wahrheit. Rausgekommen. Herr Glas, habe ich von Anfang an alles, was ich, was der, aber der Staatsanwaltschaft, weil er ist ein Korrupt, er hat seine Gruppe. Das ist die Issa-Version, die der Staatsanwaltschaft lautet, Ali Umayrat hatte Stress mit den Ramos wegen Geld. Am Tag seines Todes bringt er erst seine Kinder in die Kita, fährt dann zurück in seine Wohnung. Als er seinen Ford Focus vor der Tür abstellt, lauern ihm zwei Täter auf und erschlagen ihn mit einem Baseballschläger. Die Ermittler gehen davon aus, dass einer der Täter dem Opfer in die Hosentasche greift und dabei seine DNA hinterlässt. Tatsächlich finden Kriminaltechniker den genetischen Fingerabdruck von Ismail Rameau an der Innenseite der Tasche. Für die Ankläger wird diese sogenannte Mischspur das wichtigste Beweismittel gegen Ismail Rameau sein. Doch dem Gericht reicht das nicht. Das Verbrechen bleibt unaufgeklärt. Die Kammer ist bei der Beurteilung der DNA-Spur dem Sachverständigen gefolgt, der ausgeführt hat, dass es sich hier lediglich um eine Mischspur gehandelt hat, die nicht so aussagekräftig ist wie eine Einzelspur. Mit anderen Worten, das Landgericht konnte nicht ausschließen, dass möglicherweise jemand anders ein Kleidungsstück trug, auf dem sich die DNA von Ismail befand. Der ermordete Ali Umayrat hinterlässt 8 Kinder und eine Familie, die ebenfalls wenig zur Aufklärung beigetragen hat. Deutliche Aussagen macht die Mutter nur vor der Kamera. Schuld an allem seien die Ramos. Issa ist tatsächlich immer noch tierisch sauer. Jetzt auf die Informanten der Polizei. Bei ihm nur die 3 VPs. Wo sind diese 3 VP-Leute? Wo sind die? Ich kenne die Namen. Ich kenne die Namen, die VP. Willst du sehen, du Spuchtel, du spielst mit Issa Rameau, du spielst mit mir, du willst meine Familie vernichten, du willst mich umbringen. Ich lass dich für Gott, sollte Gott dich verfluchtet, du Hund, ich kenne euch. Der Freispruch für seinen Sohn ist noch nicht rechtskräftig und schon fordert Issa Rameau seine nächsten Gegner heraus. Es könnte Sinn machen, den Mann im Auge zu behalten.